Hallo, Servus und Moin Moin! Das letzte Nudel vs. Koffer liegt ja nun schon eine Weile zurück und ihr hattet bei der letzten Folge die Möglichkeit mitzuentscheiden, was wir in der nächsten Folge machen sollen. Normalerweise machen wir ja bei uns in der Challenge immer nur eine Sache. Diesmal haben wir uns aber zwei Stück rausgesucht und in eine Challenge gepackt. Und zwar haben wir uns für Folgendes entschieden. Einige Leute wollten, dass wir einen Löffel Zimt essen. Und da das ja mittlerweile schon fast eine Standard-YouTube-Challenge ist, dachten wir, probieren wir es auch einfach mal. Ich habe mich im Vorfeld schon mal ein bisschen umgeschaut und die meisten essen nur so einen kleinen Teelöffel. Und da mir das einfach mal viel zu püppihaft ist, dachte ich mir, wieso nicht einfach mal einen gehäuften Esslöffel davon essen? Und dann wollten die Leute, dass wir uns so viele Klammern wie möglich ins Gesicht packen. Und da ich die Erfahrung eh schon mal machen wollte, dachten wir uns, machen wir das mal. Ob das alles gut gegangen ist oder vielleicht nicht, seht ihr jetzt. Viel Spaß! Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer zweiten Challenge. Nudeln vs. Koffer! Aufgrund der Schwere der Challenge müssen wir nämlich diesmal leider auf unsere Schutzausrüstung verzichten. Auf alle Fälle haben wir unseren dreimal Kleider damit. Mr. Kotzeimer. Er wird auch spitzname nur einmal genannt. Oder nur einmal. So, und jeder von uns kann natürlich wieder 10 Euro gewinnen. Ohne viel Blabla fangen wir jetzt einfach an. Klammern und Zimt! Noch die letzten fertig. Was? Oh, der hat doch geübt. Was sind denn Klammern, die abfallen und auf den Boden fallen? Oh. Naja, es wird nur gezählt, was am Ende der Challenge noch dran ist. Okay. Darf man Klammern an Klammern machen? Oh, Alter. Nee, keine Klammern an Klammern. Stimmt, Alter, meine Fresse ist gleich voll. Oh. Zu tief. Oh. Hey, beklopft denn, hä? Oh, die nehmen hier, die ist so horrible. Wer hat die reingepackt hier? Wer ist die, die tot? Die nehmen wir. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh verdammt. Ich würde mir mal ruhig den Helm schenken. Ne? Gott. Oh. Scheiße, die kriegen nur eins rein. Das hab ich, ne? Oh. 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 Oh, das war ich nicht! Oh, das war ich nicht, Warte! Oh, das ist mein Feuer! Ich sterbe doch nicht. Na was? Ekelhaft. Jetzt kommt noch was nach. Wie tut mein Kopf, meine Zunge? Auf der Welt. Nehmt mal bitte. Oh, Alter. Alter. Wieso machst du das an die Augenlider? Bist du bekloppt? Ja, Mann, ich bin bekloppt. Mir geht's schlecht. Den Eimer, den Eimer! Das. Ich geb die mal auf. Oh. Oh, du bist eine Gummi! Oh
Ach, für alle Neuen oder was? Ich weiß, ich bin der Blitze. Ich glaube, wir müssen. Also, du sabberst. Du hast mir den Eimer! Die ganze Augen voll gemacht, weil ich bin total sauer. Also, von Zinn kann man kotzen. Oh, ich bin endlich auch ein Freund, aber der will. Oh, Alter. Gut. Also, was mit Zimt können wir vergessen. Ich glaube, ja, meine Pläne beim Zimt verloren. Keine 50 Punkte für Zimt. Oh. Nee. Oh, Alter. So, können wir zählen? Ja. Guckst du mich bitte an? Kann ich anfangen? Ja, von du ein. Eins. Oh, zwei. Oh, drei. Das tut so weh. Vier. Fünf. Fünf. Das wischelt dann bitte allein aus. Sechs. Sieben. Acht. Oh, das brennt. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Noch was? Nee. Oh, wir wollen es nicht mehr. Doch, hier unten hängt einer. 13. Also 130 Punkte für den Lutscher Nummer 1 hier. Gut, ich komm nicht an. Eins. Zwei. Drei. Alter, vier. Fünf. Sechs. Oh, oh. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oh. Elf. Zwölf. 13. 14. Oh, es geht weiter. 15. 16. Oh, ich will meine Ordnung mehr. 18. 19. 20. 21. 21. Oh, Alter. Übelst. Oh, siehst du, da hast du mal einen Kotze, Clary. Das sind die Sparen und deine 10 Euro, Alter. Oh. Jo, Leute, das war's mit unserer Challenge. Ja. Ich hoffe, ihr musstet mir selber kotzen oder so. Schönen zimtlichen Tag noch. Angenehme Zimtwoche noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Cheerio. Mhm. Ich geh mal aufs Klo. Oh, ich muss gleich. Oh, ich. Ne. Oh. So, da bin ich wieder. Wie fandet ihr denn unsere Challenge? Und schreibt uns in die Kommentare, was wir in unserer nächsten machen sollen. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Beim letzten Mal konntet ihr diesen 10 Euro Mediamarkt-Gutschein gewinnen. Da sich der Gewinner aber leider nicht innerhalb der 6 Tage gemeldet hatte, werde ich diesen heute neu verlosen. Das ist aber nicht alles. Denn diesmal verlose ich noch zusätzlich diesen 20 Euro Mediamarkt-Gutschein anlässlich meines 444 Abonnenten-Specials. Wann das Gewinnspiel endet und weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Und jeweils einen der Gutscheine könnt ihr ganz einfach gewinnen, indem ihr einfach einen Kommentar schreibt, der das Wort Gewinnspiel beinhaltet. Und außerdem, da das ja ein Dankeschön an meine Abonnenten ist, müsst ihr natürlich Abonnent sein. Und wenn ihr es noch nicht seid, könnt ihr es natürlich noch werden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich enorm über einen Daumen nach oben freuen. Hier drüben könnt ihr jetzt noch meine letzte Folge Nudel vs. Koffer gucken oder meine Parodie über das Thema Pferdefleisch. Hier könnt ihr dann abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, haut raus und bis zum nächsten Mal, euer Nudel. You're all dead, yo!